What's up, moin Leute, Vanu hier am Start mit einer weiteren Runde World of Tanks und wir sind unterwegs mit dem lieben Dark Vader 222 in seiner kleinen Hellcat, mein lieber Bollwerk-Leader, quasi, wenn ich den mal Bollwerk spielen würde, auf Karelien, denn ich habe momentan nicht sonderlich viel Zeit und ich persönlich spiele eher Random Battles. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich leichter an andere Panzer rankomme. Das finde ich wichtiger als ein paar Bollwerk-Dinger. Ich will alle Panzer irgendwann haben. Ich will neue Panzer haben. Ich will sehen, dass das Ganze was bringt. Und der bringt sich hier in seine recht offene, dafür aber auch recht gute Position. Von hier aus kann er nämlich, wenn das eigene Team für ihn spottet, dem Gegner ordentlich was drücken. Entschuldigung. Wenn er denn hingucken würde. Aber dafür kriegt der M8 erstmal keine Schelle rein. Er hat Besseres zu tun, nämlich ein bisschen Schaden zu absorben. Ich bin immer noch kein großer Fan von Auto-Aim, aber wenn es auf diese Entfernung halt funktioniert und ganz ehrlich, ihr werdet auf die Entfernung keine Schwachstellen treffen, dann kann man auch durchaus mit Auto-Aim rangehen. So, das eigene Team beschwert sich schon mal über einen Lemming Train, was nicht verwunderlich ist, denn diese Ecke hier ist nun mal einfach die beste, die es gibt. KV-2 schnappt sich erstmal einen leckeren KV-85. Wie kannst du es nur wagen, deinen eigenen Bruder zu töten? Revenge. So, Vergeltung. Ach, Vergeltung schreit das durch die Amerikaner mal wieder. Wer hätte das gedacht? Oder waren es die Briten? Ja, es waren die Amerikaner. Hellcat ist amerikanisch. Muss amerikanisch sein. Immerhin hat es ein offenes Dach. Muss ein, ist ein Cabrio. Und es futtert sich gerne dick und fett und kugelrund an seinen Gegnern. Den dem Fastfood-Gegner-Team. Stuck 3 im offenen Feld. Ein Lux noch dabei. Da kann man doch gerne mal einen Schuss lassen. Sehr gut. Ja, und das war's auch schon mit Stuck. Nicht gerade sehr erfolgreich. Es steht allerdings 2-2-1 für den Gegner. Bereit zu feuern. Also nicht unbedingt das, was man sehen möchte direkt am Anfang des Spiels, sondern es ist bereits ein 4-1 und langsam wird es echt ein wenig kritisch, was das eigene Team angeht. Und da ist es schon das 5-1. Langsam aber sicher muss unser lieber Darky mal ein paar gute Schüsse anbringen, so wie diesen T-34 endlich raus. Er hatte schon einen Kill, war ein grüner Spieler. Wichtig, wichtig, dass der weg ist. Da ist der Lux, auch ein sehr, sehr wichtiger Treffer. Den hat er gut angesetzt und kurz später auch war er dann raus. Er hat jetzt quasi mit guter Unterstützung von seinem Team den Score ein bisschen zurückgezogen für sein eigenes Team. Aber es hat einfach nicht sollen sein, steht mittlerweile 7-3 für den Gegner. Und da ist ein Firefly. Zumindest das meiste von ihm ist jetzt weg. Dafür hat er allerdings auch einen Treffer kassiert, der Darky. Wir haben das Ziel verloren. Unglaublicherweise war da der Boden im Weg. Wenig risky, hier mitten über das offene Feld, über den offenen Felsen zu fahren. Aber man muss seine Chancen nehmen, wie sie kommen. Und da wurde er bereits beschossen. Konnte noch einen Schuss auf die Firefly draufsetzen, aber das war knapp. Der Jackson hätte es eventuell noch hinkriegen können, einen weiteren Schuss auf ihn zu setzen. Sehr gutes Poking da vorne, denn Jackson hat nicht mehr in seine Richtung geguckt. Allerdings ist es auch genau das, worauf man wartet. Good night, Sweetheart. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Ein bisschen Schaden hat er da auch noch genommen. Von der Aktion einmal durch den Schuss von dem Firefly und einmal durch das Power Sliding den Hügel runter. Es steht mittlerweile 5-10. Es ist unglaublich, wie sein Team einfach nur wegstirbt gegenüber diesen, zum großen Teil nicht ganz so guten Gegnern. Jetzt kommt es drauf an. Wo ist der Gegner? Direkt vor ihm, Jackson. Hat ihn gesehen, dann ging ihn raus. Der Jackson konnte da nicht reagieren. Und selbst wenn er einen Schuss reingesetzt hätte in den Darky, hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach
locker überlebt. Der Panzer 4D ist auch ein One-Shot. Dark hat gesehen, dass er das Rohr ganz kurz zur Seite geschwenkt hat und rückwärts und wieder vorwärts gefahren ist. Das war der perfekte Moment. Das Aim war komplett weggeworfen. Und so wie es aussah, wollte der Gegner nicht schießen, ohne vorher eingezählt zu sein. Und das war sein großer Fehler. Jetzt kommt der Sherman. Einer der besten Spieler, bereits 2 Kills hat er hingelegt. Aus dem Gegnerteam. Hinter ihm noch ein KV. Ebenfalls einen Kill. Nee, noch nicht. Der KV85, sorry, hat noch keinen Kill. Ist aber ein gelber Spieler. Das kann ganz schnell ganz schief gehen. Er ist nämlich nur noch auf der Hälfte seines Lebens, auch wenn er bereits 1700 Schaden gemacht hat. Und 4 Kills kann man ein Game halt nicht immer ganz carryen. Dieser Schuss hätte wichtig sein können. Glücklicherweise, wirklich glücklicherweise, bounced der darauf folgende Treffer. Und jetzt geht's los. Das Auto-Aim wird weggeschmissen, denn auf diese kleinen Ziele. Abpraller. Da sah man die Kugel noch ganz, ganz kurz in den Himmel hinauffliegen. Aber wollen wir mal hoffen, dass den kein Engel getroffen hat. Aber immer noch am Leben, immer noch am Aufhalten. Und wieder ein Kill. Einer weniger im Gegnerteam. Und es war der Sherman. Sehr, sehr wichtig, dass der gestorben ist. Jetzt gilt es eigentlich nur noch, die restlichen Gegner auseinanderzupflücken. Und dieser T-34-85 da unten ist sehr, sehr gefährlich und muss unbedingt rausgenommen werden. Allerdings nicht von Darky, denn Darky hat andere Probleme. Er muss dem KV-85 Paroli bieten, um dem Cromwell aus seinem Team ein wenig Luft zum Atmen zu bringen. Wir haben sehr schnell von einer Stelle. KV-85 hat davon bereits genug, wie es aussieht. Aber der T-34, der lebt immer noch. 10-10. Ein sehr, sehr knappes Spiel. Es könnte nicht knapper sein. Beide Teams sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, dass Darkys Team in den letzten Atemzügen hier noch eine Ecke besser gewesen ist. Denn immerhin haben sie es geschafft, ein 10-5 für den Gegner wieder zurückzuziehen. Und er hat nur noch einen einzigen Schuss normale Munition. Ich gehe einmal ganz kurz in die Sichtung, gucke rein, was das überhaupt hat. 160 mm Durchschlagskraft und 240 durchschnittlicher Schaden. Und danach ist er runter auf Premium-Munition mit 243 mm Durchschlagskraft und 240 Schaden. Und spätestens dann wird sich der Gegner beschweren darüber, dass er nur Gold schießt. Und dann muss ich sagen, wirklich armselig vom Gegner, sich zu beschweren, wenn jemand in solchen Situationen, wo es mittlerweile 11-10 steht für den Gegner, sich da zum Schweren, dass der Gegner Gold schießt, wenn er in die Enge getrieben ist und jeder einzelne Schuss zählt und sitzen muss. Und langsam muss Darky aber mal in Aktion treten, denn der KV-1 und der T-34 da hinten auf der Flanke nehmen Stück für Stück sein Team raus. Sie können ihm einfach nichts entgegenhalten. Da geht der Cromwell. Mein T-34 ist ein One-Shot. Er muss ihn rausnehmen. Es bleibt nichts anderes übrig. Der KV-85 ist weg. Der bleibt hinten. Aber wir warten. Warten und warten, während langsam aber sich AFK-mäßig der Aim wegschiftet. T-28, das war ein schöner Schuss an der Stelle. Der KV-85 ist da aber immer noch. Und Darky ist garantiert gespottet. Der Gegner zieht sich zurück. Weise Voraussicht, denn so eine Hellcat und so ein Spieler mit 4 Kills kann schon mal richtig fies sein. Da kam ein Schuss rein. Von wo, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, dass es der KV-1 gewesen sein könnte. Oder der T-34-85, der auf einen winzigen Fleck von Darky gezählt hat. Da oben ist der KV-1. Darky hat es noch nicht mitgekriegt. Das wäre die perfekte Möglichkeit, seinem Teamkameraden zu helfen. Er guckt auch da. Allerdings hat er anderes zu tun, besseres zu tun, diesen KV-85 noch einmal mit reinzugeben. Und jetzt ist er
runter auf 9 Schuss Premium-Munition. Danach ist für ihn Ende im Gelände und er muss langsam anfangen, seinem eigenen KV-1 zu helfen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, aber da ist der T-28. Der muss weg. Und währenddessen stirbt auch der befreundete KV-1. Aber jetzt hat er einen KV-1 im Rücken. Vor sich und ein KV-85 im Rücken und da kommt auch der T-34-85. Er muss raus, er muss raus. Der 34-85 ist wesentlich gefährlicher. Denn auch wenn er AP schießt, er kommt locker durch die Front von der Hellcat durch und von hinten dürfte mittlerweile wahrscheinlich der KV-85 angetrottet kommen. Sehr schöne Auto-Aim an der Stelle. Man kann das Ding schon zu was benutzen, vor allen Dingen, wenn man um irgendwelche Ecken rumguckt, kann man mit Auto-Aim eine ganze Menge reißen. Trotz, dass es so verpönt ist. Da ist der KV-85. Beide fehlen. Hat die Hellcat den besseren Reload? Ja, sie hat ihn. Und da war es noch ein KV-2. Und der kommt angerollt. Wird er schießen? Nein, wird er nicht. Was wird Ducky tun? Abprallen erstmal. KV-2. Richtig, richtig lange Nachladezeit. Hier kann er einen Schuss mindestens anbringen. Würde sogar fast von einem zweiten ausgehen. Aber man sollte sein Glück vielleicht nicht immer ganz so lange pushen. In dem Moment, wo der KV-2 stehen bleibt, wäre er bereit gewesen zu feuern. Und das ist in der Tat ein GG mit 9. 9 Kills. 3692 Schaden. Und wer aufgepasst hat, wer wirklich aufgepasst hat, der hat es schon mitgekriegt und wird sich wahrscheinlich jetzt schon wundern. Und er hat mit der letzten Kugel in seinem Magazin den letzten Gegner getötet. Das gibt nochmal ein nettes Medaillchen. Schauen wir uns nochmal an, was das am Ende dann so gegeben hat. Das Panzerass. Aber das lassen wir hier einfach mal aus den Augen, aus dem Sinn, denn das ist überhaupt nicht wichtig, denn er hat eine Phalanx Medal bekommen. Also eine Phalanx Medaille, die dafür vergeben wird, dass man den letzten gegnerischen Panzer mit der letzten Kugel, die man dabei hat, über den Jordan schickt und somit das Match gewinnt. Natürlich eine Radley Walters für 8 oder 9 Gegner zerstört. Und eine Kalibanovs-Medaille, eine Medaille, die wirklich eigentlich so jeder haben will, dafür, dass man alleine gegen 5 oder mehr Gegner bestehen kann. Das Ganze wird noch garniert von einem Krieger und einem Großkaliber. Und diese Medaillen hat er sich bei weitem richtig verdient mit 3692 Schaden, 9 Kills, 1568 Grunderfahrungspunkte. Er hat 30 Schüsse abgegeben, 220 davon haben getroffen, 20 davon sind durchgegangen. Er selber hat immerhin noch 275 Schaden durch Panzerung abgewehrt und nochmal 160 Spotting Damage gemacht. Das ist aber eher so das kleine Nebenbei. Und trotz, dass er ein so massives Spiel hatte und so ein massives Ergebnis bekommen hat, hat er 1410 Silber miese gemacht und das mit einem Premium-Account. Kein Daily Double, aber dafür irgendeine Mission gemacht und nochmal 1176 Erfahrungspunkte mehr, waren es dann am Ende 3528 insgesamt. Ja, ich hoffe, dir hat das Replay gefallen. Wenn ja, dann lass doch ein Däumchen nach oben da. Bist du schon mal mit der Hellcat gefahren? Wenn ja, dann schreib's mir, was hältst du von ihr? Ist es ein guter Panzer oder gibt es vielleicht bessere da draußen, wo du sagst, ey, der ist viel besser. Warum haben wir davon noch nichts gesehen? Ansonsten, wenn du natürlich ein episches Replay hattest in vielleicht genau diesem Panzer, den du meinst, dann schick's mir doch einfach zu. Alles, was du dafür tun musst, ist auf wotreplays.com oder .eu gehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und mir das anschließend per E-Mail schicken, die ebenfalls in der Videobeschreibung steht, oder per PN an meinen YouTube-Kanal. Ja, ich wünsche dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.